So, willkommen hier wieder zurück in Stonehearth. Die letzte Folge war glücklicherweise, so wie es ausschaut, brauchbar. Und nicht so wie die eigentliche vorletzte, also die Folge davor. Da, wo mein Aufnahmeprogramm so ein bisschen rumgezickt hat, leider mein neues. Ich nehme jetzt wieder mit dem alten Programm auf, weil, ja gut, lieber, ne, jetzt große Dateien und, ja, jetzt nicht so das Beste vielleicht. Also das Beste für mich, aber dafür funktioniert es wenigstens. Als dann wieder nichts zu haben. Das ist viel, viel ärgerlicher. Dann habe ich lieber eine 40 GB große Datei, wobei die letzte jetzt sogar nur 30 GB groß war. Also hier, ja, echt cool. In diesem Sinne würde ich sagen, können wir beruhigt in diese Folge starten, oder ich beruhigt. Wir hatten hier wieder ein paar Carpenter, genau. Wir haben ein paar Sachen gecraftet hier beim Carpenter. Ich will das Ganze jetzt komplett hier auslagern, den Carpenter. Wir haben ja nämlich extra so ein schönes Gebäude für ihn gebaut. Das war eine Vorlage. Ne? Da fehlt noch ein bisschen was. Ach, das Wooden Window Frame. Okay, das machen wir gerade mal. Wir haben ja noch ein paar gefehlt. Ich mache erstmal jetzt wieder eins. Wooden Window Frame da. Ein machen wir. Okay. Der scheint hier tatsächlich noch das zu nehmen hier. Guck dir das an. Okay. Naja, gut. Why not? Das wird demnächst dann irgendwie umdeponiert. Jetzt schauen wir mal. Haben wir denn diese Flagge da gemacht? Flagge, Flagge, Flagge. Oder ist sie noch hier drin? Das war ja hier, glaube ich, der Cook. Stone Cauldron. Ist anscheinend gemacht. Ich frage mich nur, wo hat er das hingelegt? Sehen wir das irgendwo hier? Hat er das vielleicht ganz hier hinten irgendwo hingelegt? Ich sehe es jetzt gerade nicht. Da gucken wir einfach mal ins Inventory. Inventory. Da. Ja, wo sehe ich das jetzt, wo das ist? Undeployed 1. Cool. Wo ist das jetzt? Dass man das nicht sehen kann. Oh, Trader Returns. It looks like you... Ja, 8 Baskets of Carrots. Jawohl, jetzt kriegen wir, das habe ich gesagt, Acacia Seeds. Das war die Folge, die ihr leider nicht gesehen habt. Nicht sehen konntet. Still sounds good. Ja, bitte. Oh mein Gott, haben wir jetzt diese Acacia Seeds bekommen? Oder kommt der jetzt erst? Ich weiß es, ich verstehe das gerade nicht. Oh mein Gott, gucken wir mal rein, unbedingt. Inventory, haben wir jetzt diese Seeds bekommen? Acacia Seeds, wo bist du? Oder kann es sein... Seeds? Pelz, okay. Nee, scheint tatsächlich nicht zu sein. Es kann nur sein, dass wir die gleich hier benutzen können. A figure with a sibilant voice appears beside your fire. Are you afraid, Valiant Town? Ogo's so-called chief will be here soon for you. Well, yes. To borrow strength. Oh, das sind so dunkle Leute. Okay, also die scheinen böse zu sein hier. Uiuiui, jetzt geht's anscheinend ordentlich zur Sache. Noch einer, der uns hier bedrohen will. Okay, jetzt wir sind aber confused. Ich hoffe, find a little, yeah? Find a stone flute. Okay. Also jetzt werden wir anscheinend angegriffen, weil ich gesagt habe, nein, wir sollten irgendwie so eine Flöte oder so finden. Keine Ahnung, ich will da jetzt nicht so... Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ernst gemeint war oder einfach nur so gesagt. Keine Ahnung, wo man hier das suchen sollte. Was zur Hölle ist das denn? Ein Monument. Ach, guck mal, eine andere Zivilisation vielleicht. Ich finde es ja echt cool, aber dass die Welt so klein ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Also ihr seht ja echt, hier ist es super begrenzt. Also ich meine, man kann super viel unterbringen. Wir werden niemals
den ganzen Platz erstmal gebrauchen können, aber hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hätte echt gedacht, das geht noch viel, viel weiter. Gut, vielleicht kommt das ja irgendwann mit einem Update. Die sind ja ganz fleißig. Wir sind jetzt schon in Alpha 19. Wie gesagt, Alpha. Nicht Beta, nicht Final Release, sondern immer noch Alpha. Aber ich glaube, wir haben angefangen mit 14, 15, irgendwie sowas. Oder 13, keine Ahnung. Also auf jeden Fall gab es einige größere Updates. So, und jetzt wollte ich ja, wie gesagt, dieses Cooksign suchen. Wo ist das nur? Dass man hier nicht suchen kann. Da, Cooksign. Aha. So, jetzt gucken wir mal, wie wir das hier... So, machen wir das so. Zack. Sehr cool. Das sieht doch cool aus hier mit so einem... Direkt vor der Tür. Naja, why not? Aha. Plack, dack, dack. Oh, der eine hat schon die Leiter hingemacht. Also, weißt du, das sind halt so Details. In anderen Spielen wäre das einfach so... Plupp, der hätte das hingemacht. Und hier wird erstmal eine Leiter gebaut und dann wird es da oben hingebracht. Also, so cool gemacht. So sweet. Also, ich liebe dieses Spiel einfach. Oh, und wir werden... Nee, ich dachte gerade, wir werden angegriffen, aber... Das war unsere eigene Person hier, habe ich die schon nicht erkannt hier. Upsala. Ja, wir haben auf jeden Fall noch super viel an Gold hier einzusammeln. Also daran mangelt es uns, glaube ich, nicht zurzeit. Es mangelt uns eher an Arbeitern, weil die gar nicht hinterherkommen, so viel wie, wie wir hier bauen, craften. Aber guckt euch das an. Wir können jetzt hier das ganze Zeug umdeponieren. Ach, wie süß. Ja, hallo, kannst du gerade hier wieder wegmachen, die Leiter? Okay, der macht's weg. Macht er nicht weg. Der streckt sich hier. Das ist aber eigentlich nicht für dich. Aber gut, komm, dann leg dich schlafen. Ach, wie süß. Dann machen wir hier den Stone Mill Grinder rein. Den Stone Cauldron. Used by the cook for delicious... Nein, das weiß ich eigentlich nicht. Ich meinte das Ding. Ich hoffe, da bleiben auch die Daueraufträge enthalten. Können wir die irgendwie drehen? Ah, guck mal eine an. Machen wir das Ganze mal so dahin. Huch. Jetzt habe ich irgendwie die falsche Taste gedrückt. Ah, okay, X war das, X-Ray. Der wird verschoben. Was ist das hier? Mason. Was kann denn der Mason eigentlich nochmal? Ich glaube, das war der Steinmetz. Ja, war richtig. Das ist der Steinmetz tatsächlich. Gut, den brauchen wir noch nicht. Ach, guck mal, hier können wir dieses Zeug machen. Ah, für die Quest da, was wir brauchen. Da brauchen wir aber noch einiges an Zutaten, die wir jetzt noch nicht haben. Also Zutaten in Anführungszeichen. So, wir können mal wieder die andere Ansicht toggeln. Nein, wobei, stopp. Denn der... der hier braucht ja noch das andere Zeug da. Und zwar... sein Stone Mill Grinder, wovon wir leider zwei haben. Schade eigentlich. Also brauchen wir halt zurzeit noch nicht mehrere. Und ich guck mal, irgendwie gab es doch noch ein paar andere Sachen. Was ist das hier? Stone Oven. Great for Roasting. Ich weiß nicht, ob der das braucht. Also, ich weiß es nicht. Wir machen es mal hier rein. Gucken wir mal. Keine Ahnung. Zum Rösten. Hier haben wir noch einen Stone Mill Grinder. Okay, gut. Jetzt packen wir das... Oh, mein Spiel hängt. Das ist das, was ich meinte. Hier mit Fraps nimmt da... Geht ein bisschen auf die Performance. Bei dem anderen überhaupt keine Lags verspürbar und wie gesagt direkt 60 Frames per Second in Full HD, weil es halt direkt über die Grafikkarte ging. Das heißt, Spiel ging ganz normal, Grafikkarte und CPU, aber das hat er irgendwie so einen Nebenthread gemacht im Grafikkarten-Dings und keinen Performance-Einbußen. Und wir haben schon ein bisschen mehr netto, aber leider noch nicht, um einen neuen Villager anzuheuern. Und ich sehe hier, irgendwas stimmt da nicht. Ach, kann es sein? Na, ich glaube, wir müssen das Ding hier reparieren. Das Haus an sich, denn... Ha, Häuser werden auch angegriffen, weil ich weiß noch, hier kamen nämlich so diese grünen Teile da, diese, ne? Wisst schon, was ich meine, diese komischen Monster da, diese Schnecke, nicht diese Schnecke, dieser komische Krokodil, sag ich mal. Und der hat hier die Tür angegriffen. Es kann sein, dass die repariert werden muss. Aber wie genau das geht, keine Ahnung, ob die das selbst irgendwann machen. Ich weiß es nicht. Wir haben hier noch ein paar Sachen, also ihr seht, uiuiui.
Da kommt ja noch einiges. Halleluja. Also da wartet noch so einiges auf uns. Ja, ihr seht, hier gibt es viel noch zu holen. Da war auch noch was. Und ja, hier ist noch so ein Teil. Aber, sollen wir das machen? Ich weiß nicht. Komm, den greifen wir mal an. Zack. Ich guck gerade mal, wo die sind. Sagen wir erstmal, die sollen sich hier hinten hin bewegen. Ach, da sind sie ja direkt schon. Okay, das ist ja kein Problem dann. Dann bitte zu viert auf dieses komische Teil gehen. Sind das vier Leute? Jawohl. Ja, laufen so ineinander. Das Mädchen hier ist, ich glaube, das Mädchen, ja. Das ist übel schnell. Die anderen sind so richtig langsam. Also ihr seht ja gerade mal, ach du Heiliger, wie die aufholt hier, das kleine Mädchen. So, jetzt werden wir angegriffen. Das Ding greift so alleine an, auch nicht so toll, aber gut. Die anderen kommen ja relativ schnell nach. An Enemy. Uah, ich hoffe nur, die kommen jetzt schnell genug an, damit die hier nicht noch mega kastiert. So, und zack, zack. Jetzt zu viert auf dieses komische Teil. Kein Problem mittlerweile. Zack, zack. Aber das ist der Einzige, der auch tagsüber zurück angreift. So, macht mal hier das ganze Zeug kaputt. Ach, da kann man gar nichts kaputt machen. Okay, das können wir uns direkt klauen. Sehr schön. Da können wir direkt nämlich sagen, einsammeln. Sehr cool. Was haben wir hier? Uiuiui. Da gibt es noch andere Kreaturen. Ich habe ja gesagt, ne, da gibt es... Es gibt noch so ein paar andere und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in Zukunft, gerade hier hinten so in den hinteren Ecken, so ganz Neues auf uns wartet. Also ich denke mal, je weiter wir uns ausbreiten, desto mehr Gefahren lauern auf uns. Ich bin echt mal gespannt, also echt cool. So, und jetzt gucke ich mal, ob die ganzen Sachen hier schon umdeponiert wurden. Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Ja, jetzt gucke ich mal, was wir in diesem Ofen machen können. Stone Mill Grinder for grinding Cranes. Was ist das? Crate for Roasting. Das scheint tatsächlich irgendwie so das gleiche zu sein wie dieser Stone Cauldron. Also wahrscheinlich wieder so ein Improved-Teil wie diese Toolbench vom Carpenter. Oder wir brauchen dann hier sowas. Requires a Play Stone Oven. Ah, also tatsächlich um zu rösten. Okay, also brauchen wir es für einige Rezepte nur. Wir wollten jetzt aber einen Bread machen. Und dafür brauchen wir Sack of Floor. Und für Sack of Floor brauchen wir einen Stone Mill Grinder. Wir können jetzt tatsächlich sagen, mach mal, keine Ahnung, 5 Stück. Und jetzt müssen wir nicht mal das Ding anklicken hier, den Mill Grinder, weil der jetzt automatisch das wohl jetzt darüber macht, weil wir es ja jetzt haben. Bin ich mal gespannt, wo unser Cook ist und wie er das macht. Können wir gleich mal ein bisschen zugucken. Ich weiß gar nicht, wie unser Cook überhaupt aussieht. Also den erkenne ich, das ist unser Herbalist. Nee, nicht der, sondern der hier müsste unser Herbalist sein. Ja, erkenne ich an der Frisur da. Aber wie unser Cook hier aussieht, keine Ahnung. Habe ich schon wieder total vergessen. Müssen wir ja eigentlich irgendwie auch erkennen. Wahrscheinlich ist er hier gerade am Futtern und freut sich so über das Essen, was er selbst gemacht hat. Oder ist es das hier? Nee, die auch nicht. Dasselbe Problem wie immer. Boah, wir haben ja echt noch mega viel. Aber echt schade, dass die Welt hier aufhört. Ich hätte echt gedacht, wenn wir die hier besiegen, dass sich das erweitert oder wenn wir hier hinlaufen. Aber das scheint echt nicht der Fall zu sein. Also tatsächlich eine super begrenzte Welt. Aber gut, so lernt man natürlich auch dann entsprechend umzugehen. Das ist natürlich dann umso blöder, wenn man dann hier sowas hat. Ne? Wenn man so Löcher macht und die kann man irgendwie nicht mehr füllen. Super schade. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch mit dem Update. Ansonsten, oh, was ist denn hier? Auch wieder so eine komische Monument. Also ich glaube, hier sind echt andere Zivilisationen noch, auf die wir hier stoßen werden. Ich bin echt mal gespannt, was uns hier alles erwartet. Ich bin echt, ha, cool. So, und der Cook war immer noch nicht da. Wo ist er denn hier? Und ich guck mal, ob die Leute hier inzwischen das Zeug genutzt haben. Diese Bandagen. Nee, immer noch 17. Ich weiß nicht, warum die das nicht nutzen. Oh, da ist der Cook.
Ach, wie süß, was ist das denn? Wie cool! Ja, halt. Ach, das ist doch doof. Lässt du das da drauf? Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie ein Lager nebendran. Ja, sieht zwar nicht so super toll aus, aber gut, was will man machen? Vielleicht reicht das ja. Wir sagen mal non und dann machen wir nur Food and Drink. Oder halt. Stopp, remove. Wir sagen. Was macht der denn da? Der wartet oder wie? Okay, da liegt jetzt alles auf dem Boden ab. Was machen die denn da? Lol. Wir geben nur hier. Was ist denn hier eigentlich los? The Trader will be back, okay. Achso, wir wollten nach den Seeds gucken. Ah, wir haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich dieses Bett hier wegmachen. Ah, wir können Owner dazu sagen. Hey, wie cool ist das denn? Choose a Halfling. Dann sagen wir direkt, das gehört dem Cook. Oh, wie cool. Ja, jetzt brauchen wir nur eine Kiste irgendwie. A small crate. Small crate, da passt nicht viel rein. Ne? Das sind gerade mal 8 Stück. Da muss ich mir was anderes einfallen. Wobei, ich guck mal erstmal, was wir hier noch haben. Vielleicht haben wir ja noch ein paar Crates. Wir haben hier eine fine large crate. Oh, large crate und large crate. Was ist der Unterschied zwischen Large Crate und Large Crate? Ah, undeployed. Okay, also wir haben noch 3 offene. Die können wir mal. Da, ich sehe es auch schon. Das müssten die hier sein. Fine Large Crate. Was auch immer eine feine ist. Die nehmen wir natürlich, die hört sich so edel an. Place this item. Wow, ich hoffe, das passt hier irgendwie rein. Hier vielleicht. Ah, shit. Passt hier leider nicht rein. Höchstens so. Aber dass er natürlich direkt vor der Tür ist, auch doof. Oder so. Aber dann kommt er wahrscheinlich da hinten nicht dran. Okay, dann machen wir das tatsächlich mal außen hin, auch wenn es nicht so toll aussieht. Aber gut, das ist dann praktisch so eine Selbstbedienung. Okay. Dann warten wir mal, bis die da hin transportiert wurde. Und dann können wir nämlich sagen, macht der Food und so direkt dahin. Und dann sollte das direkt auch da reingehen, wenn er was craftet. So, ich glaube, die transportiert das hier. Scheint der Fall zu sein. Yep. So, jetzt sagen wir dem hier nämlich non, aber food and drink. Und ich hoffe, food and drink sind auch diese Sack of Floor und so und nicht nur die fertigen Sachen. Oh, jetzt kommen sie alle hier rein und machen das Zeug da rein. Finde ich ganz cool. Ja, tatsächlich. Auch dieses Sack of Floor und so. Oh, jetzt kommen sie alle in Massenwanderung. Wie cool ist das denn? 14 von 32, 16, 17, 18 von 32. Aber ein Windows wieder drin. Ah ja, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum, wie wir das wieder rausbekommen. Wahrscheinlich gar nicht mehr. War halt noch wahrscheinlich, weil am Anfang hier der Filter auf alles stand. Ich denke nicht, dass sie das sich da rausholen. Wahrscheinlich erst, wenn die es brauchen. Aber gut, vielleicht holen die sie dann selbst raus. Okay, ich glaube, wir machen dann noch so eine Chest hin. Wir haben doch irgendwo hier noch eine Chest gehabt. Blapp. Da ist eine Large Crate. Genau, die nehmen wir doch direkt mal. Und das Ding ist schon wieder voll. Jetzt kommt ein Nachschub. Packen wir da noch so ein Teil hin. Oh, was ist das denn hier? Vegetable Stew. Ah ja, genau. Ich wollte gucken, ob wir hier... Moment. Ob wir hier sagen können... Choose a crop. Sagen wir mal hier. Was haben wir hier? Okay, mal sagen wir... Remove und sa... Na! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. 5x10 war das immer. Ja. Silkweed. Nee, wir haben... Tatsächlich noch keine hier. Wir nochmal Weizen. Wenn wir
Ahnung, wirklich, wie gesagt, viel zu viel haben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo diese Acacia Seeds da sind. Vielleicht kommt der auch jetzt gleich erst. Ich weiß es echt nicht. Muss mal echt gucken. Wir kriegen dann nämlich danach auch Watermelon Seeds. Und diese Watermelon Seeds, das heißt ja, wir können Wassermelonen machen. Das wäre natürlich extrem cool. Und ich sehe leider auch gerade, wir haben wieder die 21 Minuten voll fast. Oh, das geht immer so schnell hier in Stonehaven. Ich würde am liebsten gar nicht aufhören. Ah. Aber hier sehr schön, wie das hier alles... Ach, verdammt! Ah, stopp! Jetzt haben die wieder alles hier. Ah, jetzt packt der noch seinen Kack da rein. Okay, das habe ich jetzt leider verpennt, immer diesen Filter zu machen. Okay, naja, werden die sich schon nach und nach rausholen. Ach, das ist jetzt ein bisschen blöd. Nun ja, gut. So. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon die Vorbereitung getroffen für ein Brot. In der nächsten Folge tatsächlich backen wir auch das Brot. Und, ja, ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und ich würde echt sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.